Hallo, hier ist Tore von Sulaco Graphics mit einem neuen Tutorial, diesmal für Photoshop und nicht für Cinema 4D. Und es wird hier um Beauty-Retusche mit Hilfe von der Frequenztrennung gehen. Freundlicherweise habe ich von einer Schülerin von mir, Elisabeth, dieses Selbstporträt zur Verfügung gestellt bekommen. Und hier sieht man schon das, was es nachher in etwa werden soll. Und hier haben wir das Originalmotiv. Und ich möchte jetzt mit Hilfe der Frequenztrennung, ich retusche Frequenztrennung, die Haut bereinigen, einige Störungen hier wegbringen und das Ganze insgesamt ein bisschen beruhigen. Das erste, was wir machen, wir öffnen das RAW-Bild, was ich von ihr bekommen habe, und landen dann im Entwicklungsdialog von Photoshop. Das ist jetzt sehr düster aufgenommen. Sieht auch ganz schön soweit aus. Aber ich möchte ganz gerne versuchen, hier schon mal ein bisschen die Helligkeit von den Glanzlichtern zu reduzieren, weil die schon arg doll ausgeprägt sind. Und das kann man jetzt versuchen, indem man hier zum Beispiel mit den Lichtern so ein bisschen spielt. Und dann im gleichen Zuge aber auch das Schwarz vielleicht ein bisschen nach oben fährt. Also in Ganz wieder auffällt. Das wird natürlich insgesamt ein bisschen flauer, als die Aufnahme an sich war oder ist, aber es ist nachher für die Bearbeitung dann doch ein bisschen einfacher, wenn man das hier schon mal so ein bisschen runterfährt. So, wenn man dann zufrieden mit seinem Ergebnis ist, kann man einfach sagen, Bild öffnen, und dann erhalten wir die Datei hier direkt in Photoshop. Und ich beschneide das Ganze jetzt einfach mal mit dem Beschneiden-Werkzeug, sodass wir hier nur den oberen Bereich haben vom Kopf. Enter bestätigt das Ganze. Jetzt haben wir hier unser Ausgangsmotiv und ich möchte jetzt dieses Motiv in zwei Teile auftrennen. Und zwar einmal eine Bildebene, die sich eigentlich im Prinzip nur mit den Helligkeiten oder Helligkeiten-Dunkelheit befasst, an den Farbwerten, und eine Ebene, die nur die Details zeigt. Dafür dupliziere ich die Hintergrundebene mit Command J zweimal und die untere nenne ich einfach mal grob oder Farbe. Und die obere nenne ich Fein Details. So, die obere können wir ausblenden. Und jetzt müssen wir diese hier weichzeichnen. Denn dadurch, dass wir wirklich nur die Farbwerte haben wollen, ist die ganze Struktur hier drin ja unwichtig oder auch Fehler am Platz. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Man kann das über den Gaußschen Weichzeichner machen. Ich benutze dafür mal ganz gerne den Helligkeit-Interpolieren-Filter. Das ist auch ein Weichzeichner, der sich aber nicht bei der Weichzeichnungsgalerie oder bei dem Weichzeichnungsfilter befindet, sondern hier unter Rauschfilter. Und der hat den Vorteil, dass er zwar auch weichzeichnet, aber Konturen im Prinzip erhält. Ja, also er zeichnet innerhalb definierter Bereiche oder innerhalb von Kanten relativ schön weich, und jetzt kann man irgendeinen Wert nehmen, der hoch genug ist, dass hier möglichst keine Details mehr erhalten sind. Also 16, 18 könnten bei diesem Bild hier vielleicht ganz gut hinhauen, sieht man meistens dann auch während des Arbeitsprozesses, aber zu hoch sollte der Wert dann irgendwann auch nicht mehr sein. Ja, also das ist dann wenig hilfreich, aber ich denke, mit so einem Wert von 18 sollten wir eigentlich ganz gut fahren. So, die zweite Ebene hier, da werden wir nun etwas anwenden, das sich von der Optik her eigentlich an einen Hochpass orientiert oder wie ein Hochpass aussieht, nur dass der eben genau aus dieser Ebene hier raus berechnet wird. Wir müssen also nicht irgendwie noch Werte von dem Filter, den wir hier angewendet haben, übertragen, sondern wir gehen einfach hier auf Bildberechnung, wählen hier die Ebene aus, aus der es sozusagen rausgezogen werden soll oder rausberechnet werden soll. Das ist diese Grobebene.
setzen hier den Wert auf Umkehren und auf Addieren. Solange hier unten bei den Werten alles nicht, also so wie eine Originaleinstellung ist, sollten wir so ein Ergebnis haben, was ja im Prinzip einem Hochpass entspricht, nur eben basierend auf dem Wert oder auf dem Filter, den wir hier angewendet haben. Das können wir jetzt bestätigen. Und wenn wir diese Ebene hier auf lineares Licht stellen, dann erhalten wir wieder unser Ursprungsmotiv, nur eben aus diesen beiden hier zusammen berechnet. Ich kann die ja mal gruppieren mit Command G und ausblenden. Nur dann sieht man, es ist ein minimaler Helligkeitsunterschied hier, so ein kleines Flackern, aber ansonsten sind die beiden Bilder identisch. Nun können wir auch schon mit der Bearbeitung anfangen. Und wir werden jetzt auf den beiden Ebenen mit jeweils einem Werkzeug arbeiten. Zumindest würde ich das so machen. Man kann natürlich auch ein bisschen variieren, aber eigentlich bietet es sich an, hier auf dieser Ebene mit dem Reparaturpinsel zu arbeiten, denn der übernimmt ja von dem Punkt, wo man aufnimmt, Farbwerte und rechnet sie mit dem Punkt, wo man jetzt malt, mit den vorhandenen Pixeln zusammen. Und jetzt hier, das Weiß ist jetzt weg. Und man kriegt eine relativ schöne, gleichmäßige Fläche. Wichtig ist dabei, dass hier beim Modus natürlich normal steht. Ausgerichtet würde ich immer verwenden, damit das nicht immer vom gleichen Punkt übertragen wird. Und ganz wichtig, hier muss auf jeden Fall aktuelle Ebene stehen, damit er jetzt nicht noch Informationen aus dem Bild hier drunter mit hier reinrechnet. Das kann gerade bei der feinen Ebene nachher schöne Fehler erzeugen. Deswegen achtet darauf, bei beiden Werkzeugen, die wir gleich mehr verwenden werden, dass immer hier steht aktuelle Ebene und dann könnt ihr hier einfach die Ebene auswählen, mit gedrückter Alt-Taste den Aufnahmepunkt bestimmen und dann über den Bereich rübermalen, der eben angeglichen werden soll. Das Weichzeichen hat das meiste eigentlich schon gemacht, das heißt, wir haben hier auf der Ebene gar nicht mehr so viel zu tun. Könnt ihr hier noch so ein bisschen was angleichen. Aber spannend wird das eigentlich, was wir gleich auf der Detailebene, also der Feinebene machen. Blende ich also mal wieder ein. Und wir fangen mal hier oben auf der rechten Wange an. Auf dieser Ebene arbeiten wir mit dem Kopierstempel. Auch hier wieder Modus normal, 100% Deckkraft, 100% Fluss, ganz wichtig. Und auch hier wieder aus den gleichen Gründen wie eben aus aktuelle Ebene auswählen. Wenn ihr das gemacht habt, ist es noch wichtig, dass ihr die Pinselspitze definiert, also wie hart die sein soll. Und ich würde euch empfehlen, dort 100% zu nehmen. Denn bei 100% wird der Bereich der Pinselspitze 1:1 überdeckt. Wenn ihr jetzt beispielsweise 0% hättet, dann würde die Mitte mit 100% überdeckt werden und der Rand ganz außen mit 0%. Und gerade bei Strukturen kann das einen schönen Mourier-Effekt erzeugen. Also einfach hier auf 100% gehen. Und dann sucht euch hier einen Bereich aus, der von der Hautstruktur eigentlich relativ ruhig ist. Ruhig eine kleinere Pinselspitze. Ja, könnt ihr mit Ctrl und Alt am Mac und linke Maustaste gedrückt nach links und rechts vergrößern. Nehmt ihr hier den Punkt auf und geht zum Beispiel jetzt rüber über diesen Punkt. Da immer so ein bisschen, sodass dieser Hautbereich einfach erstmal von klein beruhigt wird. Und nachher, wenn ihr eine schöne Partie geschaffen habt, dann könnt ihr auch größer arbeiten, also mit einer größeren Pinselspitze. So, und dann kann man sich langsam hier nach oben arbeiten. Geht natürlich dadurch jetzt die Helligkeit hier verloren. Das ist gar nicht mal unbedingt so schlimm, gerade hier an der Wange nicht, aber nachher auf dem Nasenflügel kann das natürlich passieren, oder auf dem Nasenrücken, dass die Nase etwas platt wird. Aber das kann man dann nachher mit Hilfe von Dodge and Burn wieder ein bisschen ändern, hervorheben. So, wenn man jetzt mal das ausblendet im Vergleich zum Original, seht ihr, wir haben hier einen richtig schönen
Hautbereich, der immer noch eine Hautstruktur hat, aber eben deutlich ruhiger geworden ist. Und so kann man sich hier langsam vorarbeiten. Man sucht sich die Stellen aus, die noch korrigiert werden müssen. Hier könnte man nochmal lang gehen. Jetzt würden wir hier einen etwas harten Übergang bekommen oder erhalten. Deswegen kann man da dann ruhig mal die Härte etwas runternehmen, um hier am Rand so ein bisschen rüber zu gehen, damit das nicht so stark voneinander getrennt wird. So, Nase genau das gleiche. Da fällt es natürlich wesentlich deutlicher aus, weil, wie ich schon sagte, es wird flach. Hier noch so ein Streifen drin, der ein wenig merkwürdig aussieht. So, aber den können wir wieder auf der Grobfarbebene dann entfernen. Und wir können jetzt entweder, wie gesagt, mit dem Reparaturpinsel vorgehen oder was man auch machen könnte ist, ich gehe jetzt mal in den Maskierungsmodus hier. Ich habe den bei mir so eingestellt, dass die ausgewählten Bereiche rot markiert werden. Und male mit dem Pinsel und hier ruhig einer weichen Pinselspitze über diesen Bereich rüber. Wenn ich jetzt rausgehe, dann habe ich hier zwar eine normale Auswahl mit einer harten Kontur, aber dadurch, dass die Pinselspitze im Maskierungsmodus weich war, ist hier ein weicher Übergang. Genauso hätte man auch sagen können, okay, ich nehme dieses Werkzeug hier, sage weiche Kante und wähle dann eine Pixelanzahl aus. Aber ich finde das hierüber eigentlich ganz komfortabel. Vielleicht mache ich das Ganze noch ein bisschen größer. So. Und jetzt kann ich unter Filter sagen, Weichzeichenfilter, Gaußscher Weichzeichner. Und das Ganze so ein bisschen abschwächen. Na, das ist jetzt erst, dass die Nase dadurch relativ platt wird oder ein bisschen platt wird. Das ignorieren wir erstmal, denn das können wir nachträglich noch wieder ein bisschen nach vorne holen durch das Dodge and Burn. Aber wir können damit auf jeden Fall solche Glanzlichter so ein bisschen reduzieren, ein bisschen weicher machen. Ja, das könnte man auch hier oben machen. Können wir ausprobieren, ob das da gut aussehen würde. Ich wähle erstmal mit Command D außerhalb des Maskierungsmodus meine Auswahl wieder ab. Ups. Gehe in den Maskierungsmodus und male nicht einfach so daran rum. So, und guck mal, wie das aussieht, wenn ich da nochmal den gaußschen Weichzeichner anwende. Oh, da ist der Unterschied gar nicht so groß. Vielleicht ein bisschen höher gehen vom Wert. So, die Auswahl wieder abwählen und dann kann ich eigentlich weiter mit der Hautstruktur machen. Auch hier wähle ich wieder kleine Bereiche aus, am besten hier auf der linken Seite, damit ich die nachher hier übertragen kann. So. Und immer weiter, bis man hier ein schönes Stück geschaffen hat, was möglichst glatt aussieht. Natürlich immer noch mit Struktur, nicht dass wir nachher so ein Plastikgesicht erhalten. So kann man sich jetzt langsam vorarbeiten. So, ich stopp an der Stelle mal das Video, denn ich möchte euch nicht zumuten, mir hier stundenlang beim Klicken zuzugucken. So spannend ist es auch nicht, denn wir setzen diesen Vorgang ja hier einfach weiter fort und
haben dann irgendwann diesen Bereich hier beruhigt und werden uns hiermit auch noch ein bisschen befassen. Oder ich werde das tun. Und hier mit dem Kinn und auch hier mit dem Hals. Bei mir sieht das Ergebnis jetzt so aus. Und jetzt kann ich anfangen, hier noch so ein bisschen kleine Detailarbeit zu betreiben. Wie gesagt, dieses Dodge and Burn, also auffällen und abdunkeln. Damit werde ich jetzt auch anfangen, wobei ich eigentlich finde, dass man hier gar nicht viel abdunkeln muss, sondern eher nur auffällen. Denn das Abdunkeln kann man nachher nochmal über eine Gradationskurve machen. Aber ich zeige einfach mal, wie man da vorgehen würde. Man erzeugt einfach hier eine neue leere Ebene oberhalb dieser beiden Ebenen und füllt die mit 50% Grau. Entweder über Bearbeiten, Fläche füllen oder Shift F5, Shortcut dafür. Und wählt hierbei Inhalt 50% Grau aus. Setzt man die jetzt, diese Ebene, auf ineinander kopieren, ist sie nicht mehr wahrzunehmen, weil sie sich genau mit dem Untergrund verrechnet. Alles, was über oder unterhalb dieses 50% Grau liegt oder liegen würde, wäre dann aber wieder sichtbar. Und wenn ich jetzt auffällen und abdunkeln würde, würde ich immer empfehlen, zwei Ebenen zu erzeugen. Eine fürs Auffällen, eine fürs Abdunkeln, damit man wieder gut korrigieren kann. Also einfach mit Command J die Ebene nochmal duplizieren und die jetzt abdunkeln, die auffällen. Und jetzt kann ich anfangen, auf denen zu arbeiten. Ich zeige mal kurz, was beim Abdunkeln passieren würde. Wie gesagt, ich denke, ich werde es hier nicht unbedingt einsetzen. Ich wähle dafür hier das Abwedlerwerkzeug aus. Wenn es da nicht auftaucht, kann man es auch hier nochmal suchen. Und ich wähle meistens immer die Mitteltöne aus. Dann kriege ich einen ganz guten Durchschnittswert von dem, was er dann abdunkelt. Und bei der Belichtung muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil dieses Werkzeug dann doch sehr schnell sehr doll sichtbar wird. Also mal als Beispiel, wenn ich jetzt hier rangehen würde, unten am Hals. Da klappt das super, weil ich genau das falsche Werkzeug genommen habe. Es muss natürlich das Nachbelichterwerkzeug sein, nicht der Abwedler. Der Abwedler ist zum Auffällen da. Aber jetzt kann ich auch gleich zeigen, wie man dann das korrigiert, was man hier wieder gemacht hat. Denn entweder ich wähle mit der Pipette hier das Grau aus, nehme den Pinsel und male hier einfach in der entsprechenden Vordergrundfarbe drüber. Oder ich wähle mit Command A einfach die komplette Ebene aus, drücke wieder Shift F5 und fülle die mit 50% Grau. Dann würde ich natürlich alles beseitigen. Aber hätte ich so einzelne Bereiche, die mir nicht gefallen, einfach den Farbton des Graus aufnehmen und mit dem Pinsel übermalen. So. Jetzt nochmal richtig abdunkeln, natürlich nicht mit dem Abwedlerwerkzeug, sondern mit dem Nachbelichterwerkzeug. Mitteltöne, genau, hier nicht so einen hohen Wert nehmen. Wenn man jetzt hier rangeht, dann ein bisschen höher kann der Wert dann doch sein. Dann sieht man, würde man das Ganze abdunkeln. Kann man auch hier beim Auge machen. Vorher sieht es eher so aus, als hätte sie gerade einer aufs Auge bekommen. Das mache ich also mal rückgängig. Beziehungsweise ich blende diese Ebene aus, weil ich brauche sie bei diesem Bildchen jetzt nicht unbedingt. So, auffällen. Da benutze ich jetzt das Abwedlerwerkzeug. Da kann man auch ein bisschen höheren Wert nehmen. Und da könnte ich jetzt zum Beispiel hier nochmal rübergehen und da ein bisschen mehr Glanz drauf zu bringen. Da. Und eben auf der Nase könnte man auch nochmal hier so ein bisschen. Auch hier einmal mit Shift, ohne Shift erstmal hier anklicken, dann Shift gedrückt halten und klicken, dann wird so eine gerade Linie gezogen. Und so kriegt man hier wieder so ein Höhenprofil rein. So, wenn ich jetzt die Augen noch bearbeiten wollen würde, noch ein bisschen Farb und Sättigung hier mit reinzubringen, könnte ich wieder in den Maskierungsmodus gehen, wähle den Pinsel aus und mal die Augen hier aus, gehe mal schön heran. Wenn das Raster hier stört, er kann das einfach unter Ansicht Extras ausblenden. So, und dann kann man hier so den Augenbereich malen.
Oder beim zweiten Auge. Kann ich wieder aus dem Maskierungsmodus rausgehen. So ein bisschen raus und könnte jetzt hier eine Farb- und Sättigung aufrufen oder einen anderen Befehl, der mir gut gefällt. Aber damit geht das eigentlich schön einfach. Und dadurch, dass ich hier eine Auswahl habe, wird auch gleichzeitig eine Maske erzeugt. Das heißt, es werden jetzt auch wirklich nur die Augen verändert. Dann kann man die Sättigung so ein bisschen hochfahren. Sagen wir, machen die ein bisschen grüner. Ja, vielleicht auch nicht übertreiben. So als Beispiel. So, dann könnte ich noch eine Gradationskurve nehmen, um das Ganze hier so ein bisschen kontraststärker zu machen. Wenn ich möchte, könnte ich zusätzlich auch noch die Sättigung ein bisschen runternehmen, falls mir das jetzt ein bisschen zu farbkräftig ist. Aber nochmal eine Farb- und Sättigung öffnen und hier die Sättigung so ein bisschen runternehmen. Und wenn ich jetzt das Ganze noch ein bisschen nachschärfen möchte, dann kann ich einfach diese ganzen Ebenen hier auswählen und mit Command, Alt und E zu einer neuen Ebene zusammenfügen. So, und auf diese Ebene wende ich jetzt den Hochpassfilter an. Hier ist ich unter Filter, sonstige Filter, Hochpass. Und dann nehme ich so einen Wert bei 4 rum. Nicht zu hoch, nur so, dass eben die Konturen gut rauskommen. Wenn man hier so weit nach oben geht, dann sieht es irgendwann einfach nur noch überzeichnet und schräg aus. Aber bei sowas in dem Bereich 4 ungefähr, das haut meistens ganz gut hin. Und wenn ich diese Ebene jetzt auf weiches oder hartes Licht stelle, schärft sie wunderbar das Bild nach. Mit weichem Licht dezenter, mit hartem Licht manchmal schon sehr krass oder allgemein sehr krass. Aber ich finde, damit kriegt das Foto noch ein bisschen mehr Schärfe. Ja, im Vergleich dazu hartes Licht. Ist dann vielleicht schon ein bisschen sehr arg, weil jetzt auch hier die Körnung wieder rauskommt. Ja, mit weichem Licht fährt man hier ganz gut. So, das war's. Nochmal vielen Dank an Elisabeth für das Bild und viel Spaß beim Nacharbeiten.